Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Visions of Mana. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Nee, tatsächlich, das freut mich wirklich sehr. Das Projekt kommt sehr gut bei euch an. Das freut mich. Ja, auch nach so langer Zeit. Es nimmt natürlich ab. Ganz klar, Leute. Das bin ich schon gewohnt. so traurig es ist. Aber nein, es ist bei Let's Plays üblich, dass das Projekt nach einer Zeit auch wieder abnimmt von den Zuschauern. Weil die selber durchgespielt haben und keinen Bock haben, nochmal jemanden anzuzugucken dabei die ganze Zeit. Kann ich voll und ganz verstehen, also ist es völlig normal. Nee, also dennoch freut es mich sehr, dass das Projekt immer noch bei euch geschaut wird. Dass einige noch da dranbleiben. Wir sind gerade dabei, Sidequests machen. Und ich dachte mir, dass wir eventuell nochmal für diesen Part ein bisschen mal was hier elementar mal ein bisschen abgehen. Ein bisschen was auch Neues ausprobieren. Wir wechseln einfach mal nur für die Quest jetzt hier. Mal zu Klassen, die wir noch gar nicht erschlossen haben, ne? Machen wir mal. So, die Kraft des Holzes zum Beispiel. Nur für die Quest, die wir jetzt momentan machen. Also klar, ich weiß, die Missionen sind teilweise schwer. Ich bin mir natürlich im Klaren, dass die Missionen ein bisschen schwerer werden. Und mit neueren Klassen ist das natürlich nicht so optimal. Aber ich denke mir halt in dem Moment, ja gut, dann wir können ja immer noch nur für schwere Gegner zurückwechseln, nicht wahr? Hauptsache wir sehen einfach mal was Neues. So. Und ich kann die neuen Klassen auf die Fumbles packen. Auch immer sehr wichtig, ne? Weil ich weiß nicht, ob ihr es wisst oder so, weil ich fühle mich immer mega bescheuert, wenn ich irgendwas auf dem Thumbnail raufpacke, was gar nicht im Part vorkommt. Aber so, kommen, haben wir die Klassen schon mal gesehen, wir wissen alle, wie sie aussehen und da kann ich auch im Thumbnail auch klatschen. Da tut es mir dann weniger weh. Wisst ihr, wie ich meine? Ahoi, Leute. Ahoi. Er ist ja auch der letzte Pirat, ne? So. Wind. Bei ihr hat man gar nicht Wind, ne? Das ist krass. Ja, dann nur einen, und zwar ihn hier, machen wir das hier mal. Ja, die Kraft des Mondes. Flieg und Sieg. Ja, sieht doch ganz schick aus, oder? Lässt sich doch sehen, der Okkultist. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz bei der Ausrüstung. Haben wir das schon was Besseres? Wir haben ja immer sehr viele verschiedene Waffen gekriegt, die wir meistens nicht ausrüsten können. Aber hier... Ja. Reicht so, ne? Genau. Ich habe mir heute was nochmal, habe ich noch ein bisschen eingelesen. Ich dachte mir, heute machen wir jetzt ein Thema, wenn ich mit euch unterwegs sowieso sind, Mission zu machen. Gehe ich mit euch das Thema die Bene Bodona durch. Die Bene Bodona. Was sind sie? Wo kommen sie her? Wie sind sie entstanden? Das wollte ich heute mit euch thematisieren. Allerdings machen wir erstmal den Anfang einer Zeitkurs und dann unterwegs können wir darüber reden, ne? Ich will euch ja nicht doof hier aus dem Let's Play entlassen, ne? Also, fangen wir mal an. Ach, er ist schon wieder. Sucht er wieder Federn.
Ja, du kommst gerade. Ich darf dir mit Freude mitteilen, dass es mir gelungen ist, meine Wespenflügelfederkiel fertigzustellen. Doch leider ist seine Optik so unkonventionell, dass meine Kunden ihn kaum als Schreibwerkzeug zu erkennen scheinen. Ich muss mir wohl eingestehen, dass ein Insektenflügel einfach nicht ganz so sehr zum Schreiben einlegt wie eine Feder. Ich bin nun zu dem Schluss gekommen, dass die Krönung meiner Federkiel-Revolution aus einer Feder gefertigt sein muss. Aber natürlich aus der des Monsters, natürlich. Es tut mir leid, dass ich dich schon wieder einspanne, aber du bist der Einzige, den ich kenne, der es um ein paar Federn willen mit einem Vogelmonster aufnehmen würde. Bitte bring mir ein paar Sirenenfedern und hilf mir, meinen Traum zu erfüllen. Ja, jetzt mal gucken wir mal kurz, wo es Sirenen gibt. Wir können auch mal erstmal die Quest annehmen. Ist sie angenommen? Ja, die ist angenommen. Also da müssen wir mal suchen, ne? Sucht das ganze Welt der Geisterblumen. Markloses Schreibwerkzeug. Scheint hier zu sein. In der Lefea-Schneise. Bin mir aber allerdings nicht sicher. Wir fliegen erstmal hoch. Bezüglich Bene Vodona. Da habe ich euch schon Mist erzählt, tatsächlich. Mit den Wale Vodonern. Da hatte ich es nicht mehr so ganz im Kopf. Aber das passiert halt mal. Ach, hier sind die Sirenen. Na, wir fangen mal ganz wo an, ganz am Anfang an. Wie sind die Bene Vodona entstanden, die ursprünglichen? Als die Welt noch Fadil hieß, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Hier muss ich halt wirklich sehr früh anfangen. Es gab einst eine Hexe, Anis. Ihr habt ihr sicherlich schon mal von mitbekommen. Die sollte zum Mana, zu der neuen Mana-Göttin werden, das heißt zum neuen Mana-Baum. Allerdings wollte sie nicht und ja, also dann hat ihr Zorn. Ich versuche es mal ganz grob zu erklären. Über Anis habe ich jetzt mir nicht so viel herausgesucht, beziehungsweise durchgelesen, weil ich wollte jetzt nur das Thema Bene Vodona mit euch angehen. Nur so viel, das können wir später mal angehen, wenn wir einen anderen Part machen. Aber ich will noch mal ein paar Viecher hier besiegen, einfach nur weil wir es können. Ja, danke. Ja, das war Heilung, ne? Ich muss nur kurz was bei dem Spiel gucken. Ne, die Magierin Anis wollte eine Mana-Maid. Ihr wisst die Legende in den Mana-Games. Es muss immer eine Mana-Maid zum Baum gebracht werden, die dann wiederum zum Mana-Göttin wird, um den Kreislauf des Lebens aufrechtzuerhalten. So ganz simpel erklärt. Sie wollte nicht, ihr Verlobter auch nicht. Und dann haben sie sich entschlossen, irgendwann, dass sie das nicht will. Sie wurde böse. Zu böse. Und anstatt Mana-Göttin zu werden, hat sich ihr Zorn quasi manifestiert. So dass sie halt schlussendlich versiegelt werden musste, ja. Dawn of Mana kommt sie natürlich wieder. Ne? Spoiler, Spoiler, müsst ihr aufpassen, aber ich erzähle euch halt über vergangene Spiele, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Hat sie den Mana-Baum versteinert. Ja. Um ihn zu attackieren. Hat quasi ihre Basis beim Mana-Baum in die Baumkrone gepflanzt. Quasi so eine fette Burg. Also sah schon ziemlich cool aus. Naja, schlussendlich während der Versteinerung. Ihr müsst wissen, der Mana-Baum hat natürlich die Elemente alle hervorgebracht. Ist halt auch, müsst ihr halt wissen, der Mana-Baum ist auf Mana von allen, bringt auch die Elemente hervor, die Mana-Göttin und all den ganzen Shit. Also gucken, wohin ich muss. Da oben, ne? Ja, hier hoch. Allerdings hat er auch, verhält der Mana-Baum auch das Böse versiegelt, das Böse gefangen. Das sind die, wo die kamen ursprünglich aus Marvolia, der Dämonenwelt.
Und zwar die Thanatosse. Jetzt wirklich überlegen so, warte mal, nicht was mit den, mit dem. Wie kommt, was mache ich denn hier? Was soll ich denn da oben? Bin ich gerade blind? Ah, da ist das. Ja, hab ich gar nicht gesehen. Und die Marvolen, also die Thanatosse, das sind so eine Dunkelheitsseelen, die quasi vom Mana-Baum zurückgehalten wurden. Die halt so quasi Zorn des Manas sind, das Böse des Manas sind. Und als man der Anis und so weiter die Baum rettete und so weiter. Ganz simpel, also in Dawn of Mana sind die Bene Budona nicht aufgetaucht, ne, wenn du Bescheid bist. Als sie dann erstmal den Mana-Baum rettete, wurden die Marvolen langsam aber sicher aufgelöst. Aber die stärksten Thanatosse, die stärksten Seelen, man sieht die auch im Spiel, ne, wie die rumfliegen. Und die stärksten Seelen davon haben sich versteckt, verkrochen, versucht zu überleben. Und aus denen sind die Bene Budona entstanden, die wir aus ursprünglich aus Trials of Mana kennen. Ja, die haben sich da zusammengeschlossen und daraus wurden die Bene Budona verschiedener Elemente und so weiter. Ganz eigentlich simpel erklärt, aber ist halt schon kompliziert gemacht eigentlich alles. Naja, über die Bene Budona wisst ihr Bescheid in Trials of Mana, bekämpft und so weiter. Ja, alle weg, alle tot, alle down. Nur leider kann man die nicht töten. Das ist Naturgewalt, könnt ihr euch so vorstellen. Zehn Jahre nach den Ereignissen bei den Marvolen, mit den Marvolen in Dawn of Mana, spielt ja das Spiel Chiltern of Mana. Wisst ihr auch Bescheid, ne? Habe ich euch schon erzählt. Eines der wenigen Fakten, die halt wirklich timeline-mäßig wirklich ein Fakt ist. Chiltern of Mana spielt 10 Jahre nach dem. Dawn of Mana. Und da lügt die Wiki-Seite tatsächlich auch, also die Mana-Wiki. Da steht nämlich geschrieben, dass die Male Budona quasi aus die ursprünglichen Bene Budona wurden zu den Male Budonern. Aber was da halt nicht geschrieben steht, dass die Male, das hat man, haben wir auch im Spiel gelesen. Kann sein, dass das irgendwie falsch übersetzt wurde in der deutschen Version, kann natürlich alles sein. Aber im Spiel hat man gelesen, dass die Male Budona die ursprüngliche Form der Bene Budona war. Und der Böse die halt zurückgewandelt hat. So stand es da irgendwie beschrieben. Ja. Besiegt, wurden aufgeteilt und dann kamen die Bene Budona alle wieder in Heroes of Mana. Dort waren sie allerdings gut. Es war aber nur so optional, ne? So Optionalitäten war das in Heroes of Mana. Für ein paar Bonusmissionen. Und dann in Trials of Mana, wo man die halt alles versiegelte, ne? Wo man die halt in den, wo die Göttin sie alle in Stein versiegelte. Ihr wisst es, ihr habt ja bestimmt alle Trials of Mana gespielt. Selbst wenn ihr nur das Remake gespielt habt. Ja. Und das war's halt eigentlich auch schon mit den Bene Budonern, so im Grunde. Mehr gibt's halt über die Viecher halt auch nicht zu sagen. Die kamen halt in Secret of Mana nicht vor. Man könnte zwar sagen, dass der Mana-Drache ein Bene Budona ist, weil der Mana-Drache ja auch eine komplette Fusion aus allen Monstern ist in der Mana, in Secret of Mana. Alle aus allen bösen Monstern. Wie viel muss ich eigentlich noch besiegen? Habe ich schon? Oder habe ich noch nicht? Eine noch. Geil. Und ja, das, so sind die Male, die Bene Budona entstanden. Aus dem Hass von Anis, die ist das wiederum aus dem Mana-Baum gewichen ist, als der Mana-Baum in Dawn of Mana versteinert wurde. Ganz grob erklärt. Hier ist das natürlich irgendwie anders. Hier wurde uns erklärt, dass die Bene Budona auferstanden sind. Dass die, ja, dass Bene Budona immer im Krieg eingesetzt wurden irgendwie und dann wohl haben
Epulus oder Bephulus oder wie der Typ heißt. Ich habe vergessen den Namen ständig. Danke. Der hat, musste gegen die kämpfen, weil die natürlich weniger Modul sind, halt wie natürlich wie halt Naturkatastrophe, könnt ihr euch so vorstellen. Wenn irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht, tauchen die auf. Wie der Mana-Drache zum Beispiel auch. Die tauchen halt auf, wenn die Welt aus die Fugen gerät. Und die meinen das nicht mal böse. Also die Bene-Modoner meinen das nicht mal böse. Genau wie der Mana-Drache nicht. Aus Secret of Mana. Die können nichts dafür. Wurde aber auch verschiedene, was man da eigentlich gut zum Genüge erklärt. Ja, und hier sind dann irgendwie. Hier wurde es irgendwie erklärt, dass es Naturgeister sind, ja. Aber das macht die Ursprungsgeschichte von der Bene Budunan ja nicht weg, weil Quidil, also die Welt hier, also die, das Universum, wo wir uns hier befinden, spielt ja nach Fadil. Also Fadil ist ja schon, muss ja dementsprechend vorher passiert sein. Ne? Also alles andere aus Secret of Mana, Twilight of Mana, alles. So, es nervt mich hier gerade ein bisschen, dass wir die Sirenen, Alter, dass wir die Sirenen hier suchen. So unendlich lange. Es fehlt halt nur noch eine. Oh, ist das schwarz. Aua. Aua. Oh. Wir haben irgendwie angefangen zu versteinern wieder. Ach, es gab übrigens ein Patch, ne? Also irgendwie wurde was weggefixt. Oh, das nervt mich, dass es versteinert wurde. Vielleicht kriege ich meine Special noch voll. Ah, das ist wieder ein Schatten Shadow Zero. Das dauert jetzt ein bisschen lange, ne? Kann das sein? Komm, geh doch mal drauf jetzt. Wo ist er? Da oben! Ey, kann ich bitte mal... Was war das denn? Aber immer mehr Seenkristall. Ja. Und hier hat Defulus, da sind endlich Sirenen. Ich stelle mal kurz bei ihnen hier. Das nervt mich gerade. Die Bene-Module besiegelt und versiegelt. Aua! Was ist in Ruhe? Wow. Wieso sind die neue Stufen, ne? Das macht das Ganze. Wir haben ja neue Klasse ausgerüstet. Das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Meine Güte. Haben wir jetzt endlich alles erledigt hier? Danke. Also das war übertrieben jetzt hier. Fast sogar ein Part gebraucht dafür. Weil man wieder bei diesen Dungeon hier rein musste, wo man wirklich komplett wieder von Anfang bis Ende durchhüpfen musste. Das ist halt, das macht diesen Dungeon hier so unendlich träge. Aber kann ich euch sagen, wenn sobald wir hier von Kontinent runter sind, werden wahrscheinlich keinerlei Quests mehr hier in diesem Dungeon haben. Zumindest das denn. Ist dann wenigstens gut. Ich überlege mal, was ich in den nächsten Parts als Thema aufgreife, weil so kann man wenigstens ein paar Cycles erledigen und hat ein Thema. Ist besser, als wenn man einfach nur labert. Ich meine, ich kann labern, ich kann jeden Tag hier, jeden Part labern.
Aber es halt, mit Thema ist halt doch ein bisschen interessanter für diejenigen, die es halt nicht wissen. So. Ihr könnt übrigens das Let's Play Dawn of Mana, Children of Mana, Trials of Mana, Heroes of Mana, könnt ihr auf meinem Kanal nachschauen. Falls euch die Bene Modona doch so sehr fasziniert haben. Einfach mal Schleichwerbung mit einem neuen Let's Play machen. Geht immer, ne? Sirenfedern? Wie makellos sind sie sind. Diese Farben. Ich könnte sie mir ewig ansehen. Kein Zweifel. Dann will ich einen Federkiel anfertigen, mit wie ihn die Welt noch nicht gesehen hat. Ich muss sie sofort an die Arbeit machen. Gib mir eine Minute. Ich bin gleich wieder da. Ja. So, da bin ich wieder. Und hier ist mein Sirenfederkiel. Das erste Monster-Schreibwerkzeug, das ich uneingeschränkt und ohne ausführliche Sicherheitshinweise empfehlen kann. Ich habe beschlossen, sie dir zu schenken. Nach allem, was du für mich getan hast, bin ich dir schuldig. Ich bin schon zufrieden damit, dass es mir gelungen ist, einen so wunderbaren Federkiel zu erschaffen. Die ganze Erfahrung hat mir gezeigt, dass es Zeit wird, mich irgendwo niederzulassen und ein Geschäft zu eröffnen. Schließlich bin ich nicht ewig jung. Ich sollte in die Stadt ziehen und meine Innovation das Volk bringen. Vielen Dank dafür, dass du mir so viel Bewegung in mein Leben gebracht hast. Ich denke, ich werde mich dann nochmal auf den Weg machen. Mögen die Geister mit dir sein. Mag dieser Schreibzeug, danke, endlich weg damit. Und weil eine Quest in einem Part viel zu wenig ist, machen wir noch so eine zweite hinterher. Guten Tag. Na. Du, sag mal, kommst du auch manchmal so vor, als würden sich irgendwelche Augen auf dich heften, wenn du in der Nähe von Schloss Crealuno unterwegs bist? Ich war neulich drüben, weil ich das Gelände dort untersuchen wollte und hatte permanent das Gefühl, dass ich beobachtet werde. Bin mir ganz sicher, dass da Monster in diesen Schatten gelauert haben. Könntest du meine Vermutung überprüfen und dann gegebenenfalls bitte dafür sorgen, dass sie das in Zukunft bleiben lassen? Beklemmende Blicke. Besiege? Finde heraus, was es mit dem mysteriösen Blicken im Schloss Crealuno auf sie hat. Ja, da ich Bock drauf. Ich wollte sowieso mal wieder ins Schloss rein, weil... Das ist halt relativ selten zum Einsatz gekommen, das Schloss. Da waren mir nur zwei Parts oder so drin, ne? Und ich fand das Schloss eigentlich ziemlich nice mit der ganzen Thematik, ne? Ja, aber was sagt ihr zu den Bene Modonern? Ich bin ehrlich, ziemlich cool. In den meisten Fällen leider, und das muss ich halt wirklich sagen, atmen sie... Wie bei Zelda, die Dungeons halt eher in so einer Form von Abarbeiten aus. Man hat Bock. Man erfährt über die Bene Modona bei Twilight zum Beispiel. Erfährst du das Spiel. Und kaum sind sie da, musst du zu fünf verschiedenen oder mehr Gebieten hin und sie nach und nach abarbeiten. Ich mag das Thema, ne? Also das ist richtig cool. Wie, ich dachte, man kommt da weiter. Hä? Geh da hin. Irgendwie komme ich hier gerade nicht weiter. Ach, das sind die Hexenaugen. Die Süßsoße aus Monster Hunter. Nee, also... Ach, das ist der Baum, der das macht. Okay, ich verstehe schon. Ich mag die Thematiken, aber ich würde es richtig cooler finden, wenn die irgendwie mit der Welt halt organisch in die Story mit eingewoben werden, anstatt... Aua, Alter. Alter, ist doch mal gut jetzt. Organisch in die Story eingewoben sind, anstatt dieses immer wieder erst dahin, dann zum nächsten Bene Modona, dann wieder zum nächsten. Und außerdem machen sie den Namen Bene Modona nicht. Das klingt mehr gewollt als gekonnt. Wisst ihr, wie ich meine? Das mag ich nicht so. Naja, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wo Bescheid sie entstanden sind, woher sie kommen. Warum sie böse sind quasi. Sie sind nicht per se böse, sie wurden auch eine Zeit lang lieb. Können auch sprechen, tatsächlich. Zumindest die aus Twilight. Sie sind quasi... aus ihrem natürlichen Lebenslauf entkommen, sie versiegelt sind, haben sich wieder in einen natürlichen Lebenslauf reingefunden, in den Lebensraum,
reingefunden und haben sie dann aufgewachsen und die jedes Mal. Ja, sie waren halt immer Viecher, die halt leicht zu manipulieren sind und deswegen immer ausgerastet sind, ne? Das waren also Hexenaugen, die sie mich so unverhohlen angestarrt haben. Puh, na, nur gut, dass sie jetzt weg sind. Dann kann ich jetzt endlich wieder meine Abwehr aufnehmen. Dieses kleine Dankeschön hast du dir verdient. Nimm es ruhig an, ich habe sowieso keine Verwendung dafür. Danke. Gut, dann haben wir hier noch eine Quest. Hallo. Ich muss dich warnen. In der Fellowship betreiben sie eine gefährliche Bienenkönigin rum. Die Leute nennen sie Melissa Marionette. Niemand weiß, wo sie herkam, aber eines Tages war sie plötzlich da und seitdem kommandiert sie Sperrbiene herum, als seien sie schon immer ihre Königin gewesen. Viele haben versucht, sie auszuschalten, aber ohne Erfolg. Auch ich bin an ihr gescheitert. Sie ist so schlau, dass man meinen könnte, sie sei eine Marionette, die von einem verteufelten, schlauen Drahtzieher kontrolliert wird. Aber das muss dich nicht weiter kümmern. Denk nur dran, wenn ihr das in dein Leben liebst, dann halte ich von ihr fern. Ja, habe ich schon besiegt. Habe ich schon gemacht. Du hast die Bienenkönigin besiegt? Unglaublich. Ich hatte fest vor, mich eines Tages für meine Niederlage von damals zu rächen, aber das ist jetzt wohl nicht mehr nötig. Sie war also wirklich eine Marionette? Ha, wer hätte das gedacht? Hier, nimm dies als Dank dafür, dass du uns die Probleme von Hals geschafft hast. Spezialschaden plus. Danke, die Königin der Steppe war das. Gut. Haben wir... Ja, wir haben auch alles ein Item. Dann hauen wir hier auch hier ab. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch mehr in das Sidequest hinzukommen. Ja, auf jeden. So wenig Zeit, was ich, ja, wir sind das einmal ins Schloss Krealuno drin gewesen. Hier kommen wieder welche rein. Und wenn es nur der Federkill-Typ wieder ist, ne? Naja, wenn ich jetzt hier mal kurz gucke. Aktuell nicht. Aktuell nicht. So, Schloss Krealuno. Ja, mehrere Ebenen, ne? Aber das ist auch keine Quest. Die Kristallschnellen. Da sowieso nicht. Es fehlt uns immer noch Wasser, ne? Das geht mir so gegen den Strich. Naja, gucken wir mal die Fellow-Steppe. Da täte ich am Anfang, ja, stimmt ja, war ja so, ne? Ganz am Anfang. Wir gucken noch, wer das ist. Und dann stellen wir uns da hin und dann würde ich mal sagen, war's was für heute, ne? Überlege, was ich mir für ein Thema aussuche. Vielleicht mache ich auch kein Thema im nächsten Part. Das muss man schauen. Wie ich Bock habe. Gut. Dann machen wir hier im nächsten Part weiter. Ich bedanke euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like, Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.